Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer ersten Sendung des neuen Polit-Talks hier exklusiv auf FPÖ-TV begrüßen, der Schwarze Faden. Morgen startet er endlich, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss rund um das Ibiza-Video. Aber es wird eben nicht nur um dieses Ibiza-Video gehen. Es geht um politische Postenbesetzung. Es geht auch um den Vorwurf des Gesetzeskaufs. Und es geht auch darum, um den heiß umkämpften Markt rund um das Glücksspiel in Österreich. Und ich darf hierzu Ihnen vorstellen und begrüßen den Fraktionsvorsitzenden der Freiheitlichen Fraktion in diesem Untersuchungsausschuss, Herrn Christian Hafenecker. Hallo. Er ist Abgeordneter zum Nationalrat, war Generalsekretär der FPÖ und er ist kein Newcomer, er ist ein alter Hase. Er war schon im Hypo-Untersuchungsausschuss tätig und er ist wirklich politisch auch mit allen Wassern gewaschen. Er wird morgen die erste Auskunftsperson befragen, nämlich den Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Und wir sind schon sehr gespannt, was er ihn fragen wird. Wir haben ja auch später dann die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ich darf weiters begrüßen unsere Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst. Sie ist Verfassungssprecherin der FPÖ im Nationalrat. Vom Zivilberuf her ist sie Rechtsanwältin. Und in diesem Untersuchungsausschuss wird es auch darum gehen, das Behördenversagen, das sich jetzt schon ziemlich eindeutig manifestiert hat, nämlich auch die Frage, gibt es hier politische Interventionen bei den Ermittlungsbehörden? Genau diesen Komplex werden wir untersuchen und da wird die Susanne Fürst als Fachfrau hier ihren Mann stehen. Ich darf dann noch begrüßen unseren Martin Graf. Er ist wahrlich auch kein Unbekannter. Er war langjähriger dritter Nationalratspräsident. Er war Vorsitzender im Bankenuntersuchungsausschuss, wer sich noch daran erinnern kann, und hat damals in diesem Bankenuntersuchungsausschuss, wo er auch ein Buch darüber geschrieben hat, sich schon mit den Gepflogenheiten der parlamentarischen Untersuchung auseinandergesetzt. Und er wird morgen die wohl prominenteste Auskunftsperson in diesem Untersuchungsausschuss befragen, nämlich Heinz-Christian Strache. Und wir werden nachher noch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, auch eingehend auf diese Befragung und wie die Freiheitliche Fraktion mit diesem Personenkreis umgehen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der schwarze Faden zieht sich hier buchstäblich durch das gesamte Gebiet dieses Untersuchungsausschusses. Die ÖVP, die so gerne jegliche Verantwortung in diesem Land von sich schiebt, war in Wahrheit überall dabei. Die ÖVP ist tief involviert in die Politik, die rund ums Glücksspiel sich um das Glücksspiel in Österreich gesponnen hat. Die ÖVP ist immer dann dabei, wenn es darum geht, in der Verwaltung und bei Staatsnamen und Unternehmen Personalrochaden mitzubestimmen. Und die ÖVP ist auch dabei, wenn es darum geht, die Ermittlungen im Bundeskriminalamt rund um dieses Ibiza-Video politisch in jene Richtung zu bringen, wo sie es zu dem Zeitpunkt gerne hätte. Ich darf Sie, sehr geehrte Damen und Herren, auch ersuchen, Ihre persönlichen Wahrnehmungen, sollten Sie Wahrnehmungen zum Untersuchungsgegenstand haben, hier der Freiheitlichen Fraktion zur Verfügung stellen. Die FPÖ hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Diese E-Mail-Adresse wird im Insert hier eingeblendet und bei dieser E-Mail-Adresse können Sie vertrauliche Informationen an die Freiheitliche Fraktion versenden und ich darf Sie wirklich ersuchen, davon Gebrauch zu machen. Wir sichern Ihnen volle Vertraulichkeit zu und wir sichern Ihnen auch absoluten Quellenschutz zu. Die vergangenen Wochen und Monate waren geprägt von der Corona-Krise. Die Republik war im Bann dieser Krise. Die Bundesregierung hat der Bevölkerung permanent gesagt, was sie zu tun hat und was sie vor allem nicht tun darf. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt rund 2 Millionen Menschen teils in Arbeitslosigkeit, teils in Kurzarbeit haben. Und derzeit sind vor allem unsere Wirtschaftstreibenden mit dem Problem konfrontiert, dass die ziemlich laut und großmaulig vorgebrachten Ankündigungen, dass es eine breite finanzielle Entschädigung für die Wirtschaftstreibenden geben wird, dass diese finanzielle Entschädigung bis zum heutigen Tag bei den Betrieben nicht angekommen ist. Aber pünktlich vor dem Untersuchungsausschuss, der morgen startet, ist das Ibiza-Video in aller Munde. Und vielleicht schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an, worum es in diesem Bereich überhaupt geht. Musik.
Am 17. Mai 2019 erschüttert die Ausstrahlung von Ausschnitten eines verdeckt aufgenommenen Videos die Republik. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus plaudern mit einer vermeintlichen Oligarchennichte auf Ibiza angeblich 7 Stunden lang über Staatsaufträge, den Verkauf der Kronenzeitung und über Spenden und Spender für Parteien. Am 18. Mai tritt Strache als Vizekanzler zurück. Sebastian Kurz kündigt trotz anderslautender Ankündigung die Koalition und verliert am 27. Mai durch einen von SPÖ und FPÖ unterstützten Misstrauensantrag den Kanzlerposten. Die Ermittlungen nach den Drahtziehern des Videos laufen bei der Soko Tape im Innenministerium. Schnell wird bekannt, wer an der Produktion beteiligt war. Unbekannt ist jedoch bis heute, wer das Video in Auftrag gegeben hat und wer es an die Medien weitergegeben hat. Unbekannt ist auch bis heute die Frau, die sich als Oligarchennichte Aljona Makarow ausgegeben hat. Völlig überraschend veröffentlicht die Soko Tape quasi zum einjährigen Jubiläum ihres Bestehens Fahndungsfotos und gibt gleichzeitig bekannt, dass sie offenbar schon seit April im Besitz des gesamten Videomaterials ist. Wenn am 4. Juni die Befragungen im U-Ausschuss starten, werden jedoch weder die Beschuldigten noch die Abgeordneten im Ausschuss das Video gesehen haben. Plötzlich ist es aufgetaucht, das Video, und trotzdem ist es nicht da. Ein peinlicher Schleiertanz zwischen Innenministerium und Justizministerium hat sich in den letzten Tagen hier abgespielt, nämlich die Frage, darf der Untersuchungsausschuss dieses Ibiza-Video nun sehen oder darf der Untersuchungsausschuss dieses Video nicht sehen? Dazu meine erste Frage an den Fraktionsvorsitzenden. Wie kann es eigentlich sein, dass die Republik jetzt fast drei Monate im Bann von Corona war und jetzt plötzlich sieht man wieder, es gibt kaum ein anderes Thema als dieses Ibiza-Video und wer was, wo, wann gesagt hat. Wie siehst du das als Fraktionsvorsitzender? Das ist eine berechtigte Frage, lieber Hans-Jörg, die du da stellst, einfach auch deshalb, weil man vielleicht ein bisschen zurückgreifen muss und sich überlegen muss, wie ist die ÖVP eigentlich auch mit diesem Untersuchungsausschuss umgegangen in seiner Genese, in seiner Entstehung? Und wenn wir uns zurückerinnern, es gab ja damals sogar den Einspruch gegen die Untersuchungsgegenstände. ÖVP hat im Gleichklang mit den Grünen gewisse Kapitel einfach rausgestrichen. Es war dann notwendig, den Gang zum Verfassungsgerichtshof anzutreten, um schlussendlich dann endlich grünes Licht zu bekommen. Das ist irgendwie witzig, wenn man jetzt vom grünen Licht spricht. Wir kommen später noch auf die Rolle der Grünen zu sprechen. Also wir konnten mit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss dann beginnen, auch alle Kapitel untersuchen. Und da sind natürlich auch Kapitel drinnen, die, wie wir jetzt schon wissen, der ÖVP nicht besonders gefallen und nicht besonders schmecken werden. Da vielleicht noch dazu ausführen, es gibt mittlerweile 67.000 Akten, die uns zugegangen sind, zugeliefert worden sind aus den verschiedensten Institutionen und von den verschiedensten Behörden. Das heißt, es ist eine irrsinnige Aufgabe, das Ganze zu sichten, hier die richtigen Akten auch zu finden, die entsprechende Relevanz haben. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz, dass wir ein ganz tolles Team haben hier in der Freiheitlichen Partei, dass wir wirklich mit vereinten Kräften an einem Strang ziehen und schauen, dass wir die wesentlichen Dinge aus diesem Aktenwulst heraus destillieren. Und bin überzeugt davon, dass wir sehr, sehr viele wichtige Dinge, vor allem in Bezug auf den schwarzen Faden, der, wie du schon gesagt hast, sich durch die Republik zieht, dass wir einiges aufdecken können und auch aufdecken werden können, wie es eigentlich um den tiefen Staat in Österreich bestellt ist, der vor allem von der ÖVP dominiert wird. Zurückkehrend zu dem Video, weil es gerade ganz gut dazu passt, der tiefe Staat, der schwarze Faden, das gehört ja alles irgendwo zusammen. Und ich orte das auch bei dem auf die Welt kommen des Ibiza-Videos, unter Anführungszeichen, sprich bei der Sicherstellung des Ibiza-Videos. Es gibt Gerüchte, dass dieses Video bereits seit Jänner dem Innenministerium bekannt ist, zuerst in einer Online-Version, später hat man es dann angeblich auch auf einer Speicherkarte gefunden und zumindest ist es soweit verachtet im Innenministerium, dass es im April im Innenministerium aufgeschlagen ist, das heißt, es konnte sichergestellt werden. Wenn ich von heute zurückrechne, sind es jetzt circa 40 Tage, wo dieses Video im Innenministerium liegt und wo man sich damit schon beschäftigt. Und es sind auch 40 Tage, wo scheinbar, zumindest wenn ich der Auskunft der Justizministerin Glauben schenken darf, keine Informationen ans Justizministerium gegeben haben, dass es dieses wichtigste Beweismittel, das uns die nächsten Tage natürlich in seinen Bann ziehen wird, auch schon gibt. Das heißt, was ist passiert? Man muss wieder zurück zum tiefen Staat, man muss wieder zurück zum schwarzen Faden. Ich stelle die These auf, dass die ÖVP, vor allem in der letzten Woche, wir erinnern uns zurück, es gab mehrere unangenehme Diskussionen für die ÖVP. Es gab die Diskussion um die Befangenheit von Vorsitzenden Nationalratspräsidenten Sobotka im Ausschuss,
dass man ihm nahegelegt hat, auf dieses Amt zu verzichten, weil es einfach Verquickungen mit der ÖVP gibt, weil es Verquickungen bis hin zu ihm gibt. Also diese Diskussion wollte man garantiert ausweichen. Wir erinnern uns an den Bauchfleck vom Herrn Finanzminister Blümel, der 6-0 vergessen hat und uns ein Budget von 110.000 Euro irgendwie vergönnen wollte für die Republik Österreich. Also auch das ein sehr, sehr peinlicher Auftritt der ÖVP. Und schlussendlich, und das ist für mich das Brisanteste, was letzte Woche passiert ist, auch die offenbar nicht mit den Grünen abgesprochene Entmachtung des mächtigsten Beamten im Justizministerium, des Herrn Bilnacek. Das heißt, alles in allem eine sehr unangenehme Melange für die ÖVP in der letzten Woche. Und jetzt versetzen wir uns einmal in die Situation der ÖVP. Also jetzt ist man konfrontiert mit diesen ganzen Medienschlagzeilen, mit lauter Dingen, wo es wirklich Erklärungsbedarf gibt. Und was macht die ÖVP? Sie geht her und weiß, ich kann die Medienhoheit so erlangen, indem ich das jetzt preisgebe, wo ich schon längst weiß davon, dass ich es habe, sprich dieses Ibiza-Video präsentiere. Und da muss man schon ein bisschen wieder in die Psyche der ÖVP eintauchen und fragen, warum präsentiere ich ein Video in einer Pressekonferenz mit allem Tamtam, wobei ich weiß, es ist noch nicht ausgewertet, es kann dem Untersuchungsausschuss nicht zugeleitet werden, es ist nicht einmal noch mit der Justiz koordiniert, wie diese Auswertung stattfinden soll und es gibt offenbar am Dienstweg auch noch gar keine Möglichkeit, das dem Untersuchungsausschuss zuzuleiten. Das heißt, meine Konklusion daraus ist die, die ÖVP wollte letzte Woche einfach willkürlich Dinge zudecken, die medial alles auf sie hereingeprasselt wäre. Deshalb ist dieses Video plötzlich auf die Welt gebracht worden, um einmal medial alles zuzudecken. Und eines noch, wenn es jetzt heißt, man muss das Video jetzt die nächsten Wochen auswerten und dann kommt es irgendwann zum Untersuchungsausschuss, passieren zwei Dinge. Erstens einmal wird der erste Befragungstag ad absurdum gestellt, weil das ist das wichtigste Beweismittel. Natürlich haben die Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss sitzen, das zu sehen. Das heißt, es wäre genauso, wie wenn ich jetzt ein Strafverfahren beginne und sage, wir haben zwar das wichtigste Beweismittel jetzt nicht im Verfahren auflegen, aber fangen wir mal an, schauen wir, was rauskommt dabei. Das ist die Politik, die der ÖVP spielt. Du hast eine wichtige Frage schon vorweggenommen, nämlich die Tatsache, jetzt soll man in diesem Untersuchungsausschuss über dieses Video sprechen. Es wird Auskunftspersonen, viele an der Zahl geben, die über dieses Video sprechen sollen. Das Problem ist, es hat noch keiner gesehen. Was soll das überhaupt bringen, wenn wir morgen starten mit einer Befragung mit Florian Klenk vom Falter, einer der ganz wenigen Österreicher, der von sich behauptet, er hat das Video gesehen und er weiß, was dazu führte, dass Heinz-Christian Strache vor einem Jahr zurückgetreten ist. Was soll das bringen? Ja, das ist ja genau die Kutzpe, die uns jetzt von der ÖVP vorgelegt wird. Ja. Also man sagt, man muss jetzt den Florian Klenk befragen, weil er der Einzige ist, der das Video gesehen hat, sagt aber nicht dazu, dass man da schon den Falter-Filter mit dabei hat. Das heißt, der Florian Klenk wird nur seine Wahrnehmungen dort zum Besten geben und vielleicht auch gleich seine Interpretationen dazu. Er wird aber nicht auf das gesamte Video eingehen und das ist genau das, was uns im Untersuchungsausschuss auch wichtig ist. Wir wollen das Video nicht, weil uns fad ist oder nicht, weil wir irgendwie sensationenlüstern sind, sondern wir wollen das Video in seiner Gesamtheit sehen, um zu sehen, was ist dort gesprochen worden. Gab es tatsächlich vielleicht den Versuch der Erzeuger dieses Videos, die zwei Hauptproponenten auf gewisse Aussagen hinzutrimmen und vielleicht kann man auch da einiges über die Hintermänner erfahren beziehungsweise über die Entstehung dieses Videos. Deswegen ist es für mich unausweichlich, dass wir dieses Video in der Gänze zur Kenntnis bekommen müssen. Jetzt haben wir schon festgestellt, du wirst morgen die erste Auskunftsperson, den Florian Klenk, befragen. Wenn wir jetzt nicht wissen, was bei diesen 7-8 Stunden, das variieren ja die Zeitangaben, was bei diesen 7-8 Stunden Video tatsächlich gesagt wurde und was vor allem relevant sein kann für den Untersuchungsausschuss, kannst du uns verraten, zumindest nicht im Detail, aber in welche Richtung morgen deine Befragung des Florian Klenk gehen wird? Also wir werden dem Florian Klenk sicher nicht die Bühne geben, dass er da seine Interpretation von Ibiza und so weiter da zum Besten gibt, sondern wir werden ihm natürlich Details darüber fragen. Wir werden ihn vielleicht auch insofern befragen, um dann feststellen zu können, wenn das Video dann tatsächlich da ist, ob er es wirklich gesehen hat oder ob er es jetzt ein Jahr wichtig gemacht hat. Also da wird es schon ein paar Kontrollfragen geben, die man dann übereinander legen kann mit dem Video, das wir dann tatsächlich sehen. Aber mir ist der Florian Klenk insofern doch recht, dass er auch da ist, weil der Florian Klenk natürlich, zumindest behauptet er immer das von sich, der Florian Klenk einer ist, der angeblich sehr viel Hintergrundwissen in der Republik besitzt, über die politische Landschaft besitzt. Und der Florian Klenk auch derjenige war, der die doppelte schwarze Buchhaltung der ÖVP medial aufs Tapet gebracht hat. Das heißt, der ganze Untersuchungskomplex umfasst ja natürlich auch Gesetzeskauf und all diese Dinge. Wir wissen, dass es bei der ÖVP in der Kasse immer wieder mit Spenden geklingelt hat. Die Frau Horten hat gestückelt, der Herr Pierer hat ordentlich eingezahlt. Also werden wir schon schauen, was uns der Herr Klenk zu diesem Umstand sagen kann, zu dieser ÖVP-Buchhaltung, zur schwarzen Kasse der ÖVP.
Ja, und drumherum gibt es einige Fragen, die man darum konstruieren kann. Und deswegen bin ich gar nicht so böse, dass der Herr Klink morgen bei uns ist. Ein weiterer Hauptprotagonist dieses Ibiza-Videos ist Johann Gudenus. Er hat morgen die Möglichkeit, vor dem Untersuchungsausschuss seine Sicht der Dinge darzustellen. Und was für uns als Freiheitliche Fraktion hier ein ganz wesentlicher Punkt ist, wird auch sein, wie man hier die Ermittlungsmethoden angewandt hat, wie hier auch von politischer Seite Einfluss auf die Ermittlungen genommen wird. Und einer der wesentlichen Punkte war in der Vergangenheit die sogenannte Schredder-Affäre. Für die, die sich noch erinnern können, es wurden Festplatten von einem Mitarbeiter im Bundeskanzleramt mehrfach einer Schredderei zugeführt. Und es gibt ganz verschiedene Aussagen. Und was es damit im Detail auf sich hat, das zeigt uns unser nächster Einspieler. Am 22. Mai 2019, 5 Tage nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, ruft ein Mitarbeiter aus dem Kabinett von Bundeskanzler Kurz bei einem privaten Datenvernichtungsunternehmen an und erscheint am Tag darauf, um 5 Festplatten gleich dreifach schreddern zu lassen. Der Auftrag wird unter falschem Namen erteilt und die Rechnung nicht bezahlt. Der Chef der Firma wendet sich daraufhin an die Behörden. Die Polizei taucht am 18. Juli in der ÖVP-Zentrale auf, wo der Mitarbeiter mittlerweile arbeitet. Es erfolgt eine freiwillige Nachschau in dessen Wohnung. Am 10. Februar 2020 gibt der Bundeskanzler persönlich bekannt, dass das Verfahren gegen den Schredder-Mitarbeiter eingestellt sei. Die Mitteilung erfolgt unmittelbar nach einem Justizgipfel, der nach massiven Angriffen des Kanzlers auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten stattfand. Ja, ein interessanter Aspekt in dieser Geschichte, die Schredder-Affäre. Liebe Susanne, du als Rechtsanwältin, kannst du dir vorstellen, warum so ein Verfahren eingestellt wird? Es lässt sich nachvollziehen. Also die Staatsanwaltschaft hatte tatsächlich hier eigentlich wenig Chancen, die eigentlich naheliegende Verbindung zwischen der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und der Schredder-Affäre wenige Tage später festzustellen. Denn es gab hier ganz schwere, unübliche Ermittlungsfehler seitens des ermittelten Beamten. Ich würde es einmal so bezeichnen. Die Staatsanwaltschaft stand vor dem Problem. Die Daten waren weg. Unwiederbringlich. Der Schredderer, nennen wir ihn einmal so, war loyal. Er meinte, er hat eigenmächtig gehandelt. Er hätte sich lediglich mit einem IT-Experten des Bundeskanzleramts besprochen, mit niemandem sonst. Er hatte keine Auftraggeber. Nun war die Sonderkommission Ibiza, die zu diesem Zeitpunkt hier schon eingesetzt war und mit der Ermittlung über die Hintergründe der Erstellung des Videos beauftragt, die wurde auch beauftragt, hier in der Schredder-Affäre zu ermitteln und hier gab es einen zuständigen Beamten. Nun, dieser stellte auch den Schredderer, ermittelte hier in dieser Sache, warum er diese ungewöhnliche Datenvernichtung hier getätigt hat. Und er erhielt auch das Handy bei einer freiwilligen Nachschau vom Schredderer, gab diesem aber das Handy einfach wieder zurück, ohne hier eine Nachschau zu halten. Jetzt gilt aber dieser Beamte, der Soko Ibiza, als sehr erfahrener Beamter, als zuverlässiger Beamter. Und da stellt sich halt schon die Frage, wenn ich hier auch sozusagen schon freiwillig die Chance habe, hier in das Handy einzusehen, wo sich ja doch mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf einen eventuellen Auftraggeber ziehen lassen. Dass er hier nicht nachgeschaut hat, ist also mal sehr überraschend und ungewöhnlich. Nun, desgleichen hat er es verabsäumt, den Laptop des Schredderers einer Untersuchung zu unterziehen. Es wurde freiwillig eingestanden auch von dem Mitarbeiter, dass er einen Laptop hätte, der sich in der ÖVP-Zentrale befindet.
Doch verzichtet aus unerklärlichen Gründen der Beamte darauf, hier in der ÖVP-Zentrale eine Nachschau zu halten und den Laptop sicherzustellen. Denn auch hier ist es ja naheliegend, dass man vielleicht Spuren findet, wie es zu dieser ganzen Schredder-Aktion gekommen sei oder eben eventuell auch möglich wäre, Auftraggeber hier festzustellen. Doch er war der Meinung, nein, das hätte jetzt auch gar keinen Sinn mehr, hier in der ÖVP-Zentrale nachzusehen, denn selbst wenn hier Spuren auf dem Laptop zu finden wären, wäre der ohnehin schon weggeräumt werden. Also das ist ja auch eine, er hat schon sozusagen schon spekuliert damit, dass das Beweismittel ja ohnehin schon vernichtet wäre in der Zwischenzeit. Also das ist schon ein sehr, sehr ungewöhnliches Vorgehen dieses ermittelten Beamten. Und um das ganze Bild rund zu machen, muss man sagen, dass der Beamte einige Jahre zuvor für die ÖVP bei der Gemeinderatswahl kandidiert hat. Und da steht dann natürlich schon der Verdacht im Raum, dass er seinem Parteifreund hier nicht wehtun wollte. Du hast gesagt, er war sehr loyal, dieser Schredderer, nennen wir ihn mal so. Interessant. Am 10. Februar wurde dieses Verfahren eingestellt und kurz danach gab es eine Beförderung. Wenn man sich das jetzt so Revue passieren lässt, auf der einen Seite, Ermittlungen werden nicht zu Ende geführt, Daten werden nicht ausgewertet, Laptops werden einfach nicht angeschaut, Handys werden einfach zurückgegeben, ohne die Datenauswertung zu machen. Auf der anderen Seite gibt es danach einen Karrieresprung. Wie kommt es zu sowas? Ja, das ist in unserer Republik möglich. Auch hier wirklich ein sehr auffälliger zeitlicher Konnex. Einstellung des Verfahrens am 10. Februar. Auch wenn wir uns erinnern, überraschend am Vorabend der Bundeskanzler Kurz, der das schon medial verkündet hat, dass es hier zu einer Einstellung kommen wird. Ja, der nächste Erste ist der 1. März und schon, wie kommt's, der Herr Schredderer wird zum Referatsleiter für das Besuchermanagement im Bundeskanzleramt. Ich weiß nicht, ob es hier eine Ausschreibung gegeben hat. Ich weiß nicht, welche Qualifikation hier ausschlaggebend war. Beim Schredderer handelt es sich ja um einen ausgezeichneten Fotografen, das wissen wir, denn er war ja zuständig vorher für die Social-Media-Angelegenheiten im Bundeskanzleramt und setzte da immer sehr gekonnt unseren Bundeskanzler in Szene, dass er da also sehr medial, sehr ästhetisch rüberkommt. Und nun ist er fürs Besuchermanagement qualifiziert. Wir werden dem noch nachgehen. Aber ich denke, es ist ein Signal, Loyalität wird belohnt. Loyalität wird belohnt. Vielleicht eine rhetorische Frage, ob die Parteinähe des Schredderers eine Rolle gespielt hat. Wir werden das versuchen zu beantworten, aber vielleicht eine ernsthaftere Frage, die nämlich genau darauf abzielt, wenn man diesen Fall anschaut, andere Fälle in diesem Untersuchungsgegenstand anschaut, kann man es in der Republik richten, wenn man die richtigen Parteifreunde hat? Wir wollen hoffen, dass es nicht so ist oder dass es zumindest kein stringentes Verhaltensmuster ist. Es gibt allerdings tatsächlich hier gerade rund um die Ibiza-Ermittlungen wirklich sehr verdächtige, ungewöhnliche Vorgänge. Ich darf nur daran erinnern, der Ausgang für die Hausdurchsuchung beim Ex-Vizekanzler Strache und Gudenus war eine anonyme Anzeige. Eine anonyme Anzeige mit eigentlich sehr dünnem Substrat, gerichtet gegen den Bundeskanzler und gegen den Ex-Vizekanzler. Es wurden hier Vorwürfe rund um Postenschacher im Casino erhoben. Nun ist es schon einmal erstens sehr, sehr ungewöhnlich, dass es aufgrund einer anonymen Anzeige, wie gesagt, mit eher diffusen Vorwürfen, die man eigentlich noch prüfen müsste, bevor man hier so massive Maßnahmen setzt, wie eine Hausdurchsuchung inklusive dann der Beschlagnahme des Handys vom Ex-Vizekanzler Strache, das uns ja noch sehr beschäftigt. Also solche massiven Eingriffe, es gibt, die Strafprozessordnung sieht eigentlich keine massiveren Eingriffe auch in Beschuldigtenrechte ein. Das zu basieren auf einer anonymen Anzeige ist schon einmal sehr ungewöhnlich. Das zweite sehr ungewöhnliche ist, wenn man solche Einschnitte schon auf eine anonyme Anzeige setzt, diese war gerichtet gegen den Bundeskanzler wie gegen den Ex-Vizekanzler. Nun gab es aber, wie wir wissen, die Hausdurchsuchung und auch die Beschlagnahme des Handys nur beim Ex-Vizekanzler. Bundeskanzler Kurz wurde völlig außen vor gelassen.
Also das ist für mich schon eine Schieflage, die auch hier die Beamten und die Staatsanwaltschaft noch erklären müssen, warum gegen die ÖVP-Seite, also gegen Bundeskanzler Kurz und auch andere Personen aus der ÖVP, hier offensichtlich nicht die geringsten Ermittlungsschritte gesetzt worden sind, gegen den Ex-Vizekanzler Strache, aber zugleich mit dem vollen Handwerkszeug, was zur Verfügung steht, vorgegangen wurde. Vielleicht auch interessant dazu, weil noch eines auffällt in dem Kontext. Es finden sich auch auf den Protokollen vom ausgewerteten Telefon von Heinz-Christian Strache zwar alle möglichen SMS, die auch teilweise private Belange betreffen. Es finden sich aber interessanterweise keine SMS von Strache an Kurz oder von Kurz an Strache. Also auch das, glaube ich, ist etwas, was wir unbedingt herausarbeiten müssen. Vielleicht hat es auch einen ÖVP-Filter bei den Ermittlungen gegeben. Ja, danke Christian, das war ein wichtiger Input. Wir alle wissen, spätestens seit den Plenarsitzungen, dass das Handy und der Herr Bundeskanzler ja eine symbiotische Einheit bilden. Nicht? Der Bundeskanzler hat ja das Handy sehr gerne in der Hand, wie man sieht. Lieber Martin Graf, du wirst morgen Heinz-Christian Strache befragen müssen. Bevor wir inhaltlich vielleicht auf diese Befragung eingehen, ist es denkbar, dass der Heinz-Christian Strache auf der einen Seite und der Bundeskanzler auf der anderen Seite über die wesentlichen Fragen ihrer Regierungsarbeit nicht kommuniziert haben? Ist das denkbar? Es ist auszuschließen, dass das so passiert ist. Es ist eine Fülle von Material, auch in der veröffentlichten Meinung, und da ist einer der Dramaturgen durchaus der Herr Klenk, der ja morgen befragt wird, ein Drahtzieher dessen, dass man ja schon gar nicht mehr weiß oder die veröffentlichte Meinung oder die Menschen gar nicht mehr wissen, warum gab es überhaupt Hausdurchsuchungen. Ja, das gab es ja nicht wegen dem Ibiza-Video. Das Ibiza-Video ist eine ungustiöse Geschichte auf der einen Seite, aber ob es da strafrechtlich relevante Anknüpfungs- und Anfangsverdachtslagen gegeben hat, sei einmal dahingestellt. Sondern das war ganz klassisch Auslöser, diese Anzeige, diese anonyme Anzeige, die, wie ja schon gesagt wurde, gegen den Bundeskanzler und den Vizekanzler, weil sie sich zu einem Postenschacher zum Nachteil der Aktionäre hinreißen haben lassen, so behauptet es die Anzeige, gemacht. Und dann wurde weiter ermittelt. Und in der Darstellung war plötzlich nur mehr die FPÖ mit ihrem ehemaligen Spitzenfunktionär in der Ziehung und am Rande einige ÖVP-Funktionäre, auch der Finanzminister, der wahrscheinlich das Bauernopfer sein wird bei der ÖVP, wenn ich das so mal in die Zukunft sagen will. Und einige ehemalige Funktionäre von der ÖVP, die in den Aufsichtsräten gesessen sind. Und es wird munter darauf weiter ermittelt. Und es gab ja auch eine Auseinandersetzung in der Staatsanwaltschaft und in der SOKO-TEP und in der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ob das nicht überschießend ist und wie es denn beurteilt werden soll. Und dann gibt's ja genug Aktenmaterial, wo drinnen steht oder letztendlich auch verwiesen wird darauf, dass das natürlich eine heikle Angelegenheit ist, zu einem Zeitpunkt vor der Hausdurchsuchung noch, weil es ja immerhin um den angezeigten ehemaligen Kanzler und gegen den beschuldigten ehemaligen Vizekanzler geht. Bevor wir da ins Detail gehen, was diese Postenschacher-Vorwürfe betrifft, und ich weiß, dass du dich damit intensiv auseinandergesetzt hast, und wir werden das jetzt dann auch noch besprechen, möchte ich aber vorab von dir eine atmosphärische Einschätzung haben. Du kennst den Heinz-Christian Strache sehr, sehr lange. Er war viele, viele Jahre sehr erfolgreicher Obmann der FPÖ. Es kam zur Trennung zwischen den Freiheitlichen und Heinz-Christian Strache. Und du wirst morgen als freiheitlicher Abgeordneter Heinz-Christian Strache befragen. Wie geht's dir damit? Und wie
wirst du versuchen, dieses Gespräch atmosphärisch aufzubauen? Ja, wir haben vor allen Dingen, das steht natürlich im Vordergrund, wollen wir Aufklärung haben. Und das bedingt auch, dass es durchaus harte Fragen an den ehemaligen Vizekanzler geben wird von unserer Seite, weil wir ein Aufklärungsinteresse haben und daran mitwirken wollen. Persönlich ist es ja kein Geheimnis, dass ich seit Jahrzehnten befreundet bin, wobei ich jetzt sagen muss, die Freundschaft hat bis zum Schluss bestanden, keine Frage. Aber der Heinz-Christian Strache hat mit dem Aufstieg im Polithimmel auch andere Freundeskreise dazu gewonnen und das waren nicht deckungsgleich meine Freundeskreise, das muss ich auch dazu sagen. Im Nachhinein kann ich vielleicht sagen, waren diese Freundeskreise, die sich dann an die FPÖ, an den Heinz-Christian Strache herangebirscht haben und er war sehr empfänglich offensichtlich dafür, eine Veränderung auch in seinem Wesenszug bewirkt, würde ich einmal sagen. Aber persönlich habe ich immer Wertschätzung ihm gegenüber gepflogen und ich denke einmal auch eher mir gegenüber. Wir haben immer ein grundehrliches und grundanständiges Verhalten wechselseitig gesetzt und er war der Frontmann der Freiheitlichen Partei und sehr, sehr erfolgreich und dadurch auch Zielscheibe natürlich aller politischer Mitbewerber, Gegner, nicht nur in der Politik, sondern auch aus staatsnahen Bereichen, wie wir auch aus den Akten erlesen können mittlerweile. Einer dieser Punkte, um den es hier geht, aus dem staatsnahen Bereich, das ist der Vorwurf der Postenschacherei zum Nachteil der Aktionäre. Das ist die Postenbesetzung in der Casino Austria AG. Und das ist auch die Situation, die wir jetzt erleben, dass es zumindest die Gefahr droht, dass die Republik den Einfluss, den wesentlichen Einfluss bei den Casinos verlieren wird und dass die Casino Austria, und das ist ja immerhin ein österreichischer Leitbetrieb, noch, dass die Gefahr besteht, dass dieser Betrieb nun eine tschechische Mehrheit bekommt. Hat man hier vielleicht bei der politischen Bekämpfung der FPÖ und bei der politischen Bekämpfung von Heinz-Christian Strache so übers Ziel geschossen, dass das jetzt das Ergebnis ist? Ja, also ein Muster ist in den vielen Jahren und Jahrzehnten schon erkennbar, speziell wenn es um Untersuchungsausschüsse geht, wo man massiv auch der Freiheitlichen Partei ans Zeug flicken möchte. Ich erinnere an den Bankenuntersuchungsausschuss. Da war man von der politischen Mitbewerberseite, aber auch von den Medien durchaus bereit, eine systemrelevante Bank zu opfern, nur um der Freiheitlichen Partei zu schaden, um Spitzenrepräsentanten der Freiheitlichen Partei zu schaden. Man hat einen Mega-Clash bei der Bank damals hingelegt. Es gab Voraussagen, dass es einen 17 bis 25 Milliarden Schaden verursachen wird. Wie sich dann am Ende herausgestellt hat, wenn wir die Ergebnisse heute sehen, wage ich zu behaupten, hätte es damals nicht eine derartige politische Inszenierung gegen die FPÖ mit dem Vehikel der Hypobank gegeben, hätte die Hypobank wahrscheinlich positiv überlebt. So hat der Steuerzahler zwar nicht in der prognostizierten Weise, aber mit einigen Milliarden letztlich die Zeche zahlen müssen für das politische Agieren. Und Ähnliches passiert jetzt in diesem Ausschuss auch wieder. Man ist bereit, mehr oder weniger das Glücksspielmonopol oder sagen wir überhaupt die Kontrolle über das Glücksspiel in Österreich abzugeben, nur um der FPÖ zu schaden. Und am Endeffekt wird ein Ausverkauf ins Ausland, in dem Fall an die tschechische Salzka-Gruppe stehen. Und die Österreicher werden dadurch am Ende auch einen Schaden erleiden. Das darf man nicht vergessen und das muss man im Auge behalten. Es hätte viele andere Möglichkeiten gegeben, hier aktiv zu werden. Österreichische Firmen sind in der gesamten Glücksspiel- und Wettbranche durchaus Giganten, europaweit, aber auch weltweit.
zu sehen. Wir hatten ja schon beim Bankenausschuss mit der Kasag zu tun. Ich erinnere an die Causa Schlaf mit dem Casino Jericho. Es tauchen immer die ähnlichen Protagonisten auf. Und jetzt wiederholt sich noch der Dramaturgie der frühen 2000er Jahre, politische Gegner aus dem Weg zu räumen, aus verschiedensten Interessenslagen, Ähnliches wieder. Und man sieht natürlich, wenn man auch tiefer gräbt, diese Verzahnung und Verquickung der türkisen ÖVP auf der einen Seite mit der Sazka-Gruppe auf der anderen Seite. Also da sind das Who is Who der türkisen ÖVP ständig im Kontakt mit der Sazka-Gruppe, schon im Vorfeld, schon beim Einstieg der Sazka-Gruppe, also nicht erst jüngeren Datums. Und da gibt es einen Masterplan offensichtlich bei den widerstreitenden Interessen. Und es gab drei große Spieler. Das eine war die Kasag im Staatsbesitz, die Novomatic, die Anteile in beträchtlichem Ausmaß gehabt hat, und der größte Player, die Sazka-Gruppe, wer am Ende die Oberhand gewinnt. Und da ist offensichtlich jedes Mittel recht, und man hat auch sehr stark die Politik mit einbezogen, und das geht nicht nur gegen die Freiheitliche Partei, da hat jede Partei entsprechend mitgemischt, es mischen die Neos mit, es mischen die Grünen mit, es mischt die türkise ÖVP mit, aber es mischt natürlich auch die SPÖ mit. Nur man versucht, ähnlich wie damals beim Hypo-Ausschuss, bei dem Bankenausschuss, hier dieses alleinig der FPÖ umzuhängen und ein Bild zu zeichnen, das, wenn man alle Akten genau liest, so nicht sein kann. Mir hat ja verwundert, dass quasi der Kanzler Kurz ein Weihnachtsgeschenk 2019 erhalten hat, wie am 10. Dezember 2019 gegen ihn das Strafverfahren eingestellt wurde. Jetzt müssen wir dazu sagen, es ist ja nicht einmal wirklich gegen ihn ermittelt worden, was haben sie denn da eingestellt. Aber in Wirklichkeit wird das schon ein Fokus sein, wie das ist bei meiner Erfahrung. Nach ist es so, dass zum Postenschach immer zwei gehören. Und wenn jemand über staatsnahe Besetzungen Einfluss nehmen möchte, hat er einen Koalitionspartner und wird das auch mit diesem besprechen müssen. Und die kann man beileibe nicht vorstellen. Christian Hafenecker hat es schon gesagt, wir finden überhaupt keinen E-Mail, SMS oder WhatsApp-Kontakt zwischen dem Vizekanzler und dem Kanzler in diesem Akt. Das heißt, auf der einen Seite, man füttert den Ausschuss schon wieder selektiv mit zensurierten Aktenüberlieferungen. Das steht für mich schon jetzt fest. Und auf der anderen Seite will man eine politische Partei da aussparen und eine andere politische Partei an die Schlachtbank führen. Und es ist auszuschließen, dass der Heinz-Christian Strache Postenbesetzungen mit dem Portier des ÖVP-Clubs besprochen hat. Ich gehe schon davon aus, dass sein Vis-à-vis ganz, ganz oben gesessen ist, nicht nur der Finanzminister, sondern auch noch eine Spur höher. Und das war der Herr Kanzler Kurz, und dazu werden wir auch den Heinz-Christian Strache befragen. Und drei Wochen später, wenn der Kanzler Kurz dann in den Ausschuss kommt, werden wir ihn auch dazu befragen. Postenbesetzungen in staatsnahen Betrieben, Glücksspiel. Bis zum 16. Juli wird sich der Untersuchungsausschuss mit diesen Fragen beschäftigen. Wir haben jetzt gehört, in welche Richtung das gehen wird. Es geht selbstverständlich hier auch darum, die Hintergründe aufzudecken. Denn es kann nicht so sein, dass man hier auf der einen Seite die Regierungspartei ÖVP außen vor lässt und auf der anderen Seite den Freiheitlichen hier einen schwarzen Peter zuschieben möchte. Den schwarzen Peter, den haben in dieser Republik ganz sicher andere. Vielen Dank fürs heutige Zusehen und bis nächste Woche.